Meine Damen und Herren, hallo und willkommen, Leute, zu einem neuen Part von Zoic. Hallo. Meine Kamera funktioniert nicht und darum habe ich ein Bild aus dem Krankenhaus genommen. Was ich am letzten Tag im Krankenhaus gemacht habe, aufgezeichnet habe. Ich habe gefragt, ob ich dieses Foto nutzen kann für ein Video und sagten, ja, solange keiner von dem Personal und sowas drauf ist, ist alles okay. Man sieht auch nicht viel vom Zimmer, darum ist es alles okay. Ja, warum lag ich denn im Krankenhaus? Das wollte ich einmal aufklären und deswegen, ja, mache ich dieses Video gerade. Ich lag im Krankenhaus, weil ich einen Autounfall hatte. Also ich wurde angefahren mit 40 Stundenkilometer und habe die Windschutzscheibe kaputt gemacht. Und, ja, wie ich gesehen habe, heute bei der Polizei eine große Delle. Ich habe keinerlei Erinnerungen an diesen Unfall, aber das soll mich nicht davon abbringen, euch zu erzählen, wieso das denn das Ganze passiert ist. Ich wollte zu tanken. Ich war auf dem Abenteuerspielplatz in Herdecke. Ich wohne in Herdecke. Und ich wollte mit meinem guten Freund, deren Namen ich jetzt nicht nenne, wollte ich mir ein Eis holen. Und Mittagessen gab es noch nicht und so was. Um 12.30 Uhr gibt es, glaube ich, mal Mittagessen. Und wir hatten irgendwie 11 Uhr oder was. Und es war uns mords heiß. Und wir dachten, komm. Genau, den Tag davor hatten wir auch ein Eis geholt. Und wir haben gesagt, komm, gehen wir nochmal Einhörner melken, so haben wir es genannt. Und dann wollten wir zur Tankstelle. Und, wollten wir nochmal ein Eis holen. Das Eis kostete 2,30. Ich weiß es noch genau. Und, ich muss sagen, es hat sehr lecker geschmeckt. Auf dem Hinweg standen wir irgendwie 10 Minuten an der Ampel und haben nicht gedrückt, was dämlich war. 10 Minuten standen wir da und haben gedacht, ja, warum wird es nicht grün? Irgendwann wussten wir dann, warum es nicht grün wurde. Ja, auf jeden Fall standen wir dann 10 Minuten da und dann haben wir halt festgestellt, wir müssten mal drücken. Haben dann gedrückt und sind dann sogar auf der anderen Straßenseite, wo auch die Tankstelle stand. Da sind wir in die Tankstelle gegangen, haben uns das Eis geholt. Ich habe mir noch ein wunderschönes Käse-Schinken-Croissant geholt. Und dann wollten wir wieder raus. Nee, Käse-Schinken-Croissant habe ich nicht geholt. Entschuldigung, das war ein Tag davor. Dann also Eis geholt und dann sind wir wieder raus. Und wir standen dann an der Ampel. Und da ist es eigentlich meine Erinnerung fort und sagt, ich wäre überholt gegangen. Saß und mein Freund hätte gerufen, ja, komm doch rüber, komm doch rüber. Ich kann dazu leider nichts sagen, weil ich weiß von all dem nichts. Ich habe die ganzen Untersuchungen und sowas nicht mitbekommen. Meine Mutter sagte mir so, ja, Professor und 4 Ärzte waren vor Ort, um mich zu begleiten durch alle Untersuchungen und sowas. Ja, ich habe bis jetzt nur gemerkt, dass ich, erst hatten wir EEG, bitte google, was EEG heißt, oder ich mache es und schreibe es in die Kommentare, und dann hatte ich noch ein paar Tage später ein MRT. Ein MRT ist irgendwas mit Metallen und Anziehungskraft und sowas, und weil im EEG, so ein paar Unstimmigkeiten war, sagte der Arzt, es sollte ein MRG machen.
im RT so. Mach nochmal und ja, kein Problem. Sicher. So, im RT wurde dann festgestellt, dass ich eine Hirnblutung von 6 mm habe. Auf der rechten Seite und auf der linken Seite eine große Beule, wo sich auch Hirnwasser und Blut gesammelt hat. Das ist durch den Unfall entstanden. Was ich jetzt nur so weiß, ist, ich habe am linken Bein eine Prellung und alle meine Rippen sind geprellt. Was mir das Schlafen sehr, sehr erschwert. Ja, und das dabei darf ich im Moment nur 10 Minuten bis 20 ungefähr. Heißt kurze Nächte, lange Tage. Ja, ja, das war's von dem, was ich weiß. Die Zeugen sagten, ja, also ein Mann hatte mich eine halbe Stunde auf dem Schoß und da war noch wohl Privatarzt und er hat schon mal Puls gefühlt und alles wäre normal gewesen, also mein Puls wäre ganz normal, nicht zu niedrig, nicht zu hoch. Ich bin wohl 2 Meter durch die Luft geflogen, soweit ich das gehört habe von den Zeugen und sowas und habe halt mich ein bisschen überschlagen und sowas. Und ja. Ich bin froh, dass ich noch lebe, weil es könnte anders auskommen. Ich könnte jetzt ein Querschnittslähmung haben und sonst was. Ah, das habe ich alles nicht. Habe ich richtig Glück gehabt. Viele, viele Leute, die das mitbekommen haben, sagen, ich hätte tausende von Schutzengeln gehabt. Ich sage, ich habe einen einzigen Schutzengel gehabt. Das ist mein Opa. Mein Opa habe ich nie gekannt und deswegen, was sage ich, der war's. Der hat mich gerettet. Oder man sagt einfach Glück. Glück gehabt und Glück und Schwein gehabt. Das ist mir nicht viel mehr. Ich würde sagen, langsam war es das vom Video. Ja, und damit würde ich sagen, das war's vom Video. Ich hoffe, euch hat das so ein bisschen gefallen mit der Musik im Hintergrund und sowas. Und ich hoffe, ihr genießt diesen warmen Tag noch im Freibad, im Schwimmbad, wie auch immer. Whatever. Und ja, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass euch das nicht, also niemals passiert, was mir passiert ist. Damit verabschiede ich mich. Achso, die Hälfte der Abonnenten sind, Entschuldigung, die Hälfte der Zuschauer sind keine Abonnenten. Und lasst doch einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Und einen Daumen runter, wenn euch das Video nicht gefallen hat. Und schreibt doch mal in die Kommentare, was ich im nächsten Video, wenn meine Kamera wieder funktioniert, oder wann sonst auch immer, als Überschrift nehmen soll. Als letztes hatte ich ein wildes kleines Wake und davor ein kleiner verschlafener YouTuber. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ich als nächstes nutzen soll. Und schreibt doch mal in die Kommentare, ob ich The Forest und 7 Days to Die Let's Playen soll oder nur eins von beiden. Ich versuche eine Abstimmung zu machen und wenn es nicht funktioniert, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Im letzten Video, hat das niemand gemacht. Schreibt doch bitte in die Kommentare, wenn euch diese Spiele gefallen würde. Ich versuche dann mein Möglichstes, um diese aufzunehmen. Bis dahin, ciao, haut herein mit V.